Heute steht bei mir der Rosenschnitt an. Ich denke, dass ich das jetzt in den nächsten 1-2 Stunden hinkriege. Wichtig ist für euch zu wissen, weil ich weiß, dass das Thema Rosenschnitt immer ein sehr eigenes Thema ist. Der Grund, warum ich die Kamera übrigens nicht umdrehe, ist, dass ich so verschnupft und erkältet bin, dass ich euch das jetzt einfach nicht unbedingt antun möchte. Insofern, wichtig für euch zu wissen ist, was habt ihr denn für eine Rose? Ist es eine Kletterrose? Ist es eine Strauchrose? Blüht sie einmal? Blüht sie mehrfach? Macht sie Hagebutten? Ist es vielleicht so eine Edel- oder Beetrose? Denn je nachdem, danach richtet sich auch die Art und Weise des Schnitts. Aber ich kann euch jetzt schon mal versichern, man kann nicht viel falsch machen. Ihr werdet sicher nie eine Rose damit killen. Das Einfachste sind mit Sicherheit die Rambler-Rosen, weil die eigentlich überhaupt keinen Schnitt brauchen. Also das Einzige, was ich jetzt hier machen werde, ist, ich werde einfach die alten Dinger ein bisschen wegtun. Aber die würde auch wunderbar zurechtkommen, wenn ich das nicht mache. Und ich habe ja teilweise auch welche hier in dem Baum drin, die bis ganz nach oben wächst. Und da kann man natürlich absolut nichts schneiden. Wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte und einfach nicht zu radikal, ist zum Beispiel bei dieser Charles de Mille. Das ist eine einmal blühende Strauchrose. Wenn ich da jetzt wirklich richtig mit der Schere rangehen würde und alles mal so um, weiß ich nicht, 2/3 einkürzen würde, dann würde die dieses Jahr wahrscheinlich nicht blühen, weil die einfach am zweijährigen oder am alten Holz blüht und nicht an den neuen Trieben. Das heißt, bei der werde ich jetzt einfach nur so einen kleinen Friseurbesuch machen und auch hier diese toten Knospen noch wegschneiden. Aber ansonsten lasse ich die komplett in Ruhe und wenn sie wirklich einen Schnitt braucht, dann wäre das nach der Blüte. Und hier ist eine einmal blühende Strauchrose, eine alte Bauernrose, wo ich den Namen leider nicht weiß. Und bei der werde ich jetzt ein bisschen radikaler vorgehen, weil ich einfach diese ewig langen Triebe da, die werde ich jetzt einkürzen. Erstmal will ich die alten Blätter weghaben und zweitens, dass die ein bisschen eine Form hat. Dann schneide ich zwar vielleicht ein paar potenzielle Blüten weg, aber das Risiko gehe ich in dem Fall auf jeden Fall ein. Und bei Kletterrosen ist es wichtig, dass ihr die langen Triebe auf verschiedene Höhen einkürzt, dass sie überall neu austreibt und dann quasi auf verschiedenen Ebenen euch neue Blüten gibt. Sonst ist da oben ganz viel los, wie ihr da seht, und da unten ist dann relativ wenig, wie ihr da seht. Das heißt, da werde ich jetzt auch wirklich ein bisschen radikaler wieder rangehen und da ein paar Triebe deutlich einkürzen. Jetzt zeige ich mich doch kurz, aber nur, weil es mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, euch Folgendes mitzugeben. Entspannt euch. Erstens werdet ihr nicht merken, ob die Rose jetzt 3 Blüten weniger dieses Jahr hat oder nicht. Das wird euch niemals auffallen. Insofern, ihr könnt sie nicht kaputt machen, ihr könnt sie nicht umbringen. Ja, vielleicht mal durch einen falschen Schnitt auf ein paar Blüten verzichten, aber das ist echt kein Weltuntergang. Und was mich sehr, sehr entspannt hat, ist, dass jemand aus dem Erwerbsrosenanbau mir mal gesagt hat, dass sie Tausende von Rosen jeden Tag schneiden müssen und in keinster Weise darauf achten können, ob da jetzt ein Auge draußen ist oder ein Auge nicht draußen ist. Man soll ja immer so schneiden, dass ein Auge dann nach draußen schaut, damit die Rose sich schön nach außen aufbaut. Aber wie gesagt, ich finde, es soll Spaß machen und entspannt euch. Und insofern, Happy Rose Schnitt wünsche ich euch. Ich wollte euch gerne mal hier was zeigen. Und zwar bei meiner Eden 95, Pierre de Ronsard. Die gibt so besonders lange Triebe. Das ist jetzt nicht wirklich eine Kletterrose, aber eine große Strauchrose. Aber man kann die ohne weiteres auch als Kletterrose ziehen. Allerdings, wenn man jetzt so einen langen Trieb mal beobachtet, dann würde der jetzt am Ende seine Blüten geben. Wenn ihr den aber nehmt und den einfach mal waagrecht runterbindet, wie ich das jetzt hier bei den anderen schon gemacht habe, dann sind die Chancen extremst hoch, dass vielleicht nicht bei jedem Trieb, der jetzt hochgeht, so senkrecht, aber bei vielen, dass sich dort jeweils Blüten entwickeln. Das heißt, ihr habt viel, viel, viel mehr Blüten an einem langen Trieb, als wenn ihr sie einfach nur nach oben wachsen lassen würdet. Probiert es mal aus, es macht wirklich einen riesen Unterschied. Hier ist mein Wühlmausbeet, wo ich jetzt tatsächlich alle Rosen rausgeholt habe, weil ich das nicht mehr mit ansehen konnte. Wer mir jetzt große Sorgen macht, ist natürlich mein Apfelbaum hier. Und ich hatte heute Morgen so einen
wahnsinnig schönes Gespräch mit Carmen vom Schweizer Garten, die mir so ein bisschen von ihrem Garten erzählt hat, der unglaublich schön ist. Und sie wirklich immer wieder umpflanzt, neu pflanzt, ausprobiert. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass meine Beete sich jetzt über die letzten Jahre ja nicht mehr so viel verändert haben. Und insofern werde ich jetzt frisch inspiriert von Carmen die Gelegenheit beim Schopf fassen und werde dieses Beet hier mal komplett neu planen und überdenken. Falls ihr also irgendwelche wühlmausresistenten Pflanzen kennt, her damit. Ich werde sicher einen großen Schwerpunkt darauf legen. Und was nämlich auch interessant ist, ist, als dieses Beet angelegt wurde, war hier wirklich vollste Sonne. Und zum einen ist der Apfelbaum einfach riesig geworden, der das Ganze schon sehr schattig macht. Und hier dieser Kirschlorbeer, der war auch nicht wirklich groß. Der wird immer wuchtiger. Ich habe den jetzt dieses Jahr krass ausgelichtet. Also der ging wirklich noch viel, viel höher. Aber das Beet hat sich jetzt doch von einem Sonnenbeet in ein Halbschattenbeet verwandelt. Insofern wird das jetzt mal dieses Jahr vollkommen neu aufgesetzt. Bin gespannt, wie es wird.